März-Update 2023 ist heute gekommen und wir haben hier wieder neue tolle Sachen. Außerdem haben wir auch ein paar Spielfehler wieder und ja, das Übliche eigentlich beim Heyday-Update, aber darauf kommen wir später zu sprechen. Auf jeden Fall erstmal das Gute am Update. Das Update an sich. Also wir haben eine neue Maschine, ob die gut ist oder nicht, muss jeder selber wissen. Was geil ist, ist, dass die nur 85.000 Münzen kostet. Passt eigentlich gar nicht neben die Nudelmaschine und der Wokküche, weil die sind halt da preiswert ein bisschen anders unterwegs. Aber 85.000 hatten wir ja schon mal eingeordnet, ist weit drunter, was wir eigentlich geschätzt haben. Nichtsdestotrotz holen wir uns jetzt hier die Ölstation ab Level 68. Die beschleunigen wir auch, damit ich euch das hier zeigen kann. Das ist ein Invest, den ich gerne für euch eingebe. Sponsoring bei Robins Brieftasche. Definitiv haben wir jetzt hier Öle. Und ich habe schon mitbekommen, beziehungsweise auch schon getestet, dass hier die Produktionszeiten mit 10 und 15 Minuten sehr, sehr schnell sind. Was ich echt gut finde. Viele fanden das negativ. Aber eine schnelle Produktionszeit heißt, dass wir auch alle Plätze kaufen. Denn wenn die Dinger schnell gehen, ist es auch gut. Und was ich gut finde ist, weil ich hatte ja in meinem Dairy News Video vermutet, dass man hierfür nicht nur Zitronen und Minze braucht, sondern auch Olivenöl. Aber das ist nicht so. Man braucht hier nur Zitronen und Minze für, was mega, mega gut ist. Also das ist einfach eine richtig gute neue Maschine, so wie eine neue Maschine sein sollte, die einfach so für sich erstmal ist und nicht, also das, was sowieso schon problematisch ist, noch problematischer macht. Ich meine, klar werden Zitronen und Minzen dadurch ein bisschen seltener, aber viel selten halt auch nicht, weil Minze braucht man selten und Zitronen waren jetzt auch nicht so oft zu benötigen. Deswegen, hier die Ölstation wird von mir approved eigentlich, weil die finde ich echt gut und die Produkte da drin sind eigentlich auch relativ easy. Das nächste, was neu ist, da sind wir hier im Reservoir und da gibt es zwei neue Tiere, nämlich die beiden Strauße und ja, die sind neu hier im Reservoir, die kann ich euch jetzt hier noch nicht richtig zeigen, außer halt hier auf den Bildern. Aber ansonsten halt die Strauße hier neu, grauer Strauß, brauner Strauß. Da hat man jetzt direkt nichts von, aber trotzdem schön neue Tiere im Spiel zu haben. Ansonsten gibt es noch ein geiles neues Shop-Feature. Nämlich sieht man jetzt hier, wenn man in den Shop geht und hier oben drauf guckt, sieht man hier seine Gutscheine. Also das finde ich eigentlich eine coole Sache, dass man da nicht nochmal nach oben rechts gehen muss, um dann die Gutscheine anzugucken. Hier drunter der Gutschein-Button, aber das ganze Layout hat sich jetzt hier ein bisschen geändert. Also Münzen, Diamanten sind jetzt hier oben rechts zusammen mit diesem Münzsymbol. Die Angebote darunter und halt die Gutscheine sind dann hierhin verschwunden. Da solltet ihr die Gutscheine suchen, die sind jetzt hier. Das hat das Update geändert. Also ich finde es eigentlich ganz cool, weil die Gutscheine da oben braucht man eigentlich sonst nicht. Aber dass die jetzt hier sind, ist natürlich schon echt besser. Das war schon vom Update. Die Ostereimaschine, die wird jetzt bald kommen. Da könnt ihr schon mal drauf Gift geben, dass das nicht mehr lange dauern wird. Mit den vier neuen Eiern, die haben wir schon im Dairy News Video gesehen. Denn sehr viele von euch, die Probleme haben, ins Spiel zu kommen. Und zwar liegt es daran, also im Moment können keine Huawei-Handys mit Heyday verbunden werden. Des Weiteren gibt es halt noch Probleme, dass halt das Spiel nicht startet nach dem Update und auch direkt wieder abkackt, wenn man kurz drin war. Ich kann euch sagen, dass das Heyday-Team dran ist und bald ein Fix kommen wird. Alles andere, die ganzen Bugs, die hier drin sind, mit dem Derby jetzt, was jetzt war, viele haben da die Belohnung nicht bekommen, die Stadt, da gingen die Besucher nicht und die LKW-Aufgaben waren verbuggt, aber das sind alles so Sachen, die werden jetzt gefixt in den nächsten Tagen, wahrscheinlich auch erst spätestens nächsten Montag, aber an die Huawei-Nutzer, keine Sorge, das Heyday-Team weiß Bescheid und ihr könnt da bald wieder ins Spiel kommen. Das war es erstmal von mir zum Update. Habt ihr weitere Probleme, Sorgen oder schreibt es mal gerne in die Kommentare. Dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Denkt noch an den Creator-Code hier, wenn ihr mich unterstützen wollt. Danke, wenn ihr das macht. Haut rein und ciao.